Nennen Sie beispielhaft einige Steuern, die eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zahlt. Nun, das sollte ja nicht so schwer sein, diese Steuerarten zu nennen. Da ist zunächst mal die Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer ist die Einkommensteuer der juristischen Person. Die GmbH ist eine juristische Person. Die GmbH ist außerdem in der Regel ein Gewerbebetrieb. Deswegen zahlt sie dann auch Gewerbesteuer. Dann, und jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Ja, jetzt müssen wir unterstellen, dass die GmbH zum Beispiel einen Firmenwagen unterhält, dann zahlt sie Kfz-Steuer. Und wir können unterstellen, dass die GmbH vielleicht ein Grundstück hat oder ein Grundstück erwirbt, dann zahlt sie Grundsteuer im ersten Fall, sie hat ein Grundstück, oder wenn sie ein Grundstück erwirbt, dann zahlt sie Grunderwerbssteuer. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.